Hey Leute, willkommen zurück zu The Herbs. Oh yeah. Oh, nicht rennen. Ja, im letzten Part waren wir auf einmal cool genug. Allerdings brauchen wir noch eine Seekarte für den Trottel, obwohl er es nicht erwähnt hat. Ich glaube immer noch, es ist die Übersetzung. Aber ich habe mal ein bisschen nachgedacht. Seekarte, The Captain, vielleicht durch der irgendwas über Seekarten. Ich glaube, das macht Sinn. Also gehen wir mal zu seinem Schiff. Check it out. Arius, gibst du zu zählen im Leben? Das ist schon eine Weile her, seitdem ich aufgenommen habe. Ich habe eigentlich noch Videos auf Vorrat, aber naja. Nur zwei und ich möchte gerne mehr Rendern auf einmal. Also nicht auf einmal, sondern so durchmachen mit dem Rendern. Ja, da glaube ich, hab mich schon gefragt, wo du steckst. Du hast keine Karte für mich im Leben? Finde eine Karte zu den Paradiesinseln. Ich würde sagen, wir gucken uns mal seine Bude an. Wir wissen ja, wo er wohnt. Und ziehen erstmal was ab. So, keine Ahnung, eine Karte oder so, die er vielleicht hat. Vielleicht müssen wir aber auch erst erfahren, dass er die hat. Weil ich bin mir fast sicher. Kommt schon, Leute, das ist eine Seekarte. Er ist ein verdammter Captain, okay? Ich bitte euch. Gucken wir uns hier um. Hier ist sein Hut. Ja, sag ich doch. Ja, ich bin ein Genie. Naja, fast. Also so ein bisschen. Tja, Leute, das ist schon... Also, ne? Ich finde, dafür habe ich ein bisschen Lob bekommen. So einen Daumen hoch oder so. Nein, wertet nur, wenn euch das Video auch gefällt. Ach ja, Leute. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch kennt, aber früher gab es so ein 5-Sterne-Bewertungssystem. War halt, also heute ist es ja so, entweder du findest es geil oder scheiße, Daumen hoch, Daumen runter. Damals war es so, du findest es, du hast halt 5 Sterne zu bewerten. Du kannst auch mittelmäßig gut finden, oder ein bisschen gut, oder ein bisschen scheiße, oder ganz gut. Du hattest halt mehr, man wusste mehr, wie das Video bei ihnen ankam. Weil heute gibt es nur Daumen hoch, Daumen runter. Auch wenn ich ein Video durchschnittlich finde, mache ich Daumen hoch. Verstehst du, wie ich das meine? Ich bin mir sicher. Also ich mitnehmen, okay. Ich steche in See, auf zu den Paradiesinseln. Ja, Mann, endlich. Gut. Wow, er ist ein fucking Magier. Huh. Deshalb konnte er die ganze Zeit hier schlafen, ohne essen zu müssen. Jetzt wissen wir Bescheid. Okay, suchen wir mal Sam freaking Schnüffel auf. Eigentlich geht's mal weiter, was, Leute? Geil, geil. Ich frage mich, ob ich wieder rennen darf. Erstmal mit Sam Schnüffler reden. Haben wir Müll? Ja. Oh, 10 Simoleons lohnt sich das sogar. Okay, nicer, nicer. Wir werden ja sowieso bald in den Sumpf noch müssen. Ist Sam Schnüffler nicht hier? Was ist denn los mit den Jungen? So knechten. Okay. Apropos knechten, wir fahren mal noch ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir es noch. Bestimmt, bestimmt. Geld braucht man immer in diesem Spiel. Also, gönnen wir uns mal, wir Anti-Styler. Ich glaube, es ist jetzt weit nach links, oder? Naja, es ging. Cool. Spielt ihr Basketball, Leute? Ich muss sagen, ich mag Basketball, auch wenn ich es lange nicht mehr gespielt habe. Aber es ist zu viel Bewegung. Aber es ist ein cooles Spiel. Doch, durchaus. Es gibt sehr viele Regeln, die man beachten muss mit dem Dribbeln und so. Es ist etwas nervig. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da noch nicht so ganz durchgeguckt. Durchgeblickt. Ach, das war aber zu scheiße. Okay. Ja, wir haben alle Xizzlechs. Eigentlich sollten wir uns einer anderen Gruppe anschließen, wenn wir noch mehr Xizzlechs wollen. Aber ich finde, wir sind schon gut. Passt schon. Wir müssen ja sowieso unseren Ruf noch verbessern, ne? Und ich glaube, währenddessen freunde ich mich ja noch mit anderen Leuten an im Spiel. Und ja, vielleicht wechsle ich ja dann halt den Ruf. Zum Beispiel zum Coolie oder so. Wenn ich mit den Coolies rumhänge viel. War doch irgendwie so. Glaube ich. 316 Monate. Eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht, hier zu knechten. Für uns gerade. Weil bei dem Arztjob bekommt man 1000 irgendwas Simoleons, wenn man den einen Trick nutzt. Oh, geil. Du hast deine Sache gut gemacht, Klo. Ich habe gerade einen Anruf vom Gouverneur erhalten. Er will das Laufengesetz zurückstellen, bis zur Zeit, das, was? Bis zur Zeit hat, das zu überarbeiten. Klasse. Ich werde ein paar Runden rennen, um das zu feiern. Sei mein Gast. Du kannst eine Runde mit einem von Rolfs Booten drehen.
Ich habe ihn eben getroffen und er hat mir den Schlüssel für sein Boot gegeben. Er meinte, ich könnte es mir so lange leihen, bis er zurückkommt. Ich darf damit fahren? Sicher, da draußen auf dem Fluss ist meine Polizeiarbeit nicht gefragt. Sei mal Gast. Oh, haben wir jetzt ein Boot? Daran erinnere ich mich ja gar nicht. Geil. Gönnen wir uns direkt. Aber noch nicht, später. Erstmal kümmern wir uns um unsere Bedürfnisse. Oh, Leute, wir müssen nicht zu Club Sizzlers und mit irgendwelchen Faggots reden. Geil. Geil. Wir müssen nur noch irgendein wildes Pokémon fangen. Im Sumpf. Erinnert ihr euch? Für diese eine Kunstfrau. Nicht Kunstfrau. Ja, wir müssen ein tanzendes Nutria fangen für Roxy. Genau. Sonst haben wir es geschafft, ja. Und Leute, danach ist es nur noch eine Seite. Geil, ne? Das Projekt neigt sich dem Ende, würde ich sagen. Das ist zu meinem Teil etwas schade, weil ich hatte Spaß am Projekt. Hab's immer noch. Ah, zu anderen bin ich auch erleichtert. Und ich bin froh auf die neuen Projekte, die kommen werden. Ich freue mich drauf. Ich bin froh auf die neuen Projekte, ja. Ihr seht schon, meine Redefähigkeit. Meine Sprachfähigkeit ist unglaublich. Der geborene Let's Player, Leute. Oh, jo, im Leben. Oh, Leute, wenn ich mal die Videos demnächst render, also heute wahrscheinlich oder morgen, ist das erste Mal, dass ich das Video so bearbeite, dass noch etwas anderes zu sehen ist. Geil. Das wird geil, Leute. Wenn ihr das Let's Play verfolgt habt, ihr es bestimmt schon gesehen. Obwohl, nein, es ist gar nicht das erste Mal, wenn das eine Nachsynchronisieren von Terraria erzählt. Ja, Terraria haben wir immer noch nicht aufgenommen. Ich habe zwar noch ein paar Videos auf Lager, allerdings möchte ich sie erst hochladen, wenn Dress das seine hochgeladen hat. Wisst ihr? Damit man mich bei mir vorgucken kann. Der Junge lässt sich Zeit. Ah, vielleicht hat er nicht mehr so Bock auf das Projekt. Er hat glaube ich, einfach keinen Bock zu rendern. Ah, keine Ahnung. Geht ihn auf den Sack. Wenn überhaupt. Nein, geht ihn nicht auf den Sack. Okay, ich würde sagen, an diesem Hafen ist unser Boot, das? Boot. Gucken wir uns doch mal um. Hier, bei dem Minispiel? Nein. Was labert der, Alter? Schiff. Das sieht so aus wie eine Wand und nicht wie Wasser, wenn ihr mich fragt. Der meint nicht dieses Boot, da bin ich mir sicher. Stell dich vor, uns gehört das Casino. Wer ist das? Oh, Alter, jetzt komm schon. Also bin ich schneller, wenn ich zu Fuß laufen würde, ey. Hier unten vielleicht? Möglicherweise im Leben? Nein? Okay. Doch nicht. Wer hast du denn eigentlich so sehr? Ach, die Kröse ist. Ah, okay. Ja, egal, Leute. Kacken wir mal aufs Boot. Wir gehen. Auch wenn ich Boote sehr mag. Ja, wir gehen mal zu Dingens. Zum Sumpf. Gucken uns dort etwas um. Natürlich mit dem Bike zum Friedhof. So muss das, Leute. Wer macht ihr das nicht immer mit einem Motorrad beim Friedhof rumfahren? Ja, komm, wir kacken auch auf das Holz und so. Wenn wir Geld brauchen, dann machen wir einen auf Arzt und dann passt das schon. Erstmal über die Gräber fahren, so ein richtiges Arschloch. Ach ja. Wo war das denn nochmal? Achso, das ist gar keine Warte. Ja, die Textur von dem Spiel ist manchmal etwas seltsam, wenn ihr mich fragt. Ah, naja. Es gibt Schlimmeres. Ja, wenn ich sowieso hier rumstehe, also wenn ich sowieso am Laufen bin, kann ich die sowieso auch einsammeln. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, von meinem Bike runterzusteigen dafür. So ein tanzendes Nutria. Das war doch im Sumpf, oder? Nutria? Nutria? Irgendwie so. Wir gucken uns einfach mal um. Ob es in einem Typen gut geht, der uns hier gefolgt ist und hier abgehauen ist? Also, verschwunden ist besser gesagt. Oh, ich hör mein Lieblingsminispiel. Alter, was lag denn jetzt? In den letzten Aufnahmen ist das so etwas seltsam hier. Mit dem Laggen. Ja, schon wieder. Hey, Moment mal. Achso, es ist bereits Tag. Achso, okay. Ich habe mich gerade gewundert, wieso dieses Lied spielt. Komm, den raggen wir. Hey, Hallöchen, Everything. Denkst du, du kannst mich raggen? Heb den Bogen, roter Mann, lass ihn zocken. Hey, ich sehe, es fällt über die Ohren, Faggot. Oh, jetzt raggen wir den Jungen.
als Maestro. Spielt ihr den Beat, Leute? Ich spüre ihn. Ah, ich hab verkackt. Oh, okay, nice. Ach. Mein Gedächtnis kackt ab. Oh, okay. Mann, ich bin echt scheiße. Ich kann mir nicht mal vier Sachen merken. In Ocarina of Time gab es so ein ähnliches Minispiel, oder? Aber die Musik war nicht annähernd so cool. Okay, ich würde sagen, der wurde gerackt, der Junge. Gucken wir uns mal hier um vielleicht. Hört ihr, stellt euch vor, wir müssen die ganze Zeit so gehen. Das wäre doch scheiße. Tanzen ist ein Trier. Oh? Ist da was? Oh, eine Xislachsperle, yeah. Oh. Wie sieht so ein Vieh überhaupt aus? Fange das Tanzen in Nutria tatsächlich. Oh nein! Okay, Faggots. Nice. Voll in ihre Arme gelaufen. Beißer. Ist da was? Nein. Ja, es lohnt nicht. Fragen wir doch mal die Faggots, ob die vielleicht irgendwas wissen. Wenn die zu Hause sind, was sie nicht sind. Nehmen wir das Hummer mit. Warum auch immer. Vielleicht können wir es als... Na, zum Locken benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist Nutria ja ein Hühnchenfresser. Ja, kein Fleischfresser, ein Hühnchenfresser. Frisst nur Hühnchen. Nur. Sonst gar nichts. Wurde ihm verboten. Aber wo könnte das wie sein? Oh nein, ich war direkt. Okay, doch nicht. Ich überlege gerade. Ich glaube, soweit habe ich noch nie gezockt. Hey, was ist das denn? Das würde ich, glaube ich, haben. Nämlich den Faggot aus Marek. Achso, nur dieses Holz. Okay. Ich dachte schon, das wäre was Cooles. Wo sind diese Gebrüder hin? Soll ich hier vielleicht mal das Huhn freilassen? In dieser Höhle? Ich meine, Höhlen, kommt schon, Leute. Kannst der Gegenstand nicht platzieren, natürlich nicht. Ein tollpatschiges kleines Küken von Opa Haferstichs Hof. Opa Haferstich? Das war doch im letzten Spiel. Naja, ist bestimmt nur eine Anspielung oder so, also eine Anlehnung. Aber der letzte Teil von Sims. Gameboy Sims. Tanz des Nutria. Das ist Nutria überhaupt. Ist ja furchtbar. Soll ich offscreen suchen? Na, ich suche noch ein bisschen. Wenn es da nicht klappt, suche ich offscreen. Und wenn ich offscreen nichts finde, gucke ich im Internet. Das ist ein guter Plan. Schatz, wir bleiben erstmal ein bisschen im Sumpf. Tanzendes Nutria. Oh, ne. Ja, jetzt geht es auf einmal so richtig schnell. Ich frage mich, was ich da machen muss. Ja, komm. Dem macht das nichts aus. Vor allem scheinen sie tot zu sein oder sonst so. Leute, ich würde sagen, ich mache eine Aufnahmepause und guck mich um. Wir sehen uns, wenn ich irgendwas gefunden habe. Tschüss. Ich warte bis dahin. Hey Leute, ich wollte nur mal kurz zeigen, dass wir Level Up gekommen sind in diesem Beruf. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ich musste nochmal gegen ihn spielen. Okay, jetzt mache ich mich hierbei echt auf die Suche. Also, bis gleich. Okay, Leute. Ich habe mal mich ein bisschen umgeguckt. Nicht viel. Weil wir sind hier schon mal abgelaufen, ihr wisst noch. Und im Internet steht, es ist gar nicht im Sumpf, sondern irgendwo, wir müssen doch mit diesem Boot fahren, das wir bekommen haben. Es ist allerdings nicht hier, also im Sumpfviertel, sondern auf dem Weg zu Glasstadt irgendwie. Ach, wir werden es schon finden. Gucken wir uns mal um. Das heißt, es war alles umsonst, außer dass wir dieses geile Minispiel zocken konnten.
und uns Wohnraum in einer fremden Hütte geschnorrt haben, geil. Hackelt das Spiel oder bin das nur ich? Ja, wir werden sehen. Vor allem diese Musik hier, ist so richtig fröhlich. Ich weiß nicht mehr. Oh, eine Xyzlachsperle, noch eine. Leute, ich finde sie alle. Das sind wie Pokémon. Ich sammle sie alle. Hier ist mein Bike. Genau der richtige Ort, um damit zu fahren. Okay, das nehme ich mit, weil das viel wert sein könnte. Ach ja. Überleben von Minecraft. Wo könnte das denn sein? Irgendein Bootsteg. Aber nicht dort, wo das Casino ist, sondern hier irgendwo auf dem Weg zur Glasstadt. Irgendeine Treppe. Jean. Auf dem Weg zur Glasstadt, nicht bei Glasstadt, oder? Kacke, ich bin verwirrt. Eine Treppe. Ist keine Treppe, Mann. Kommen wir zur Glasstadt. Oder ich glaube, es war gerade... dort. Oh, yeah. Das scheint dieses Boot zu sein. Geil. Oh, das ist badass. Das ist ja richtig cool, Alter. Alter. Okay, gucken wir zusammen. Irgendwo ist hier eine Insel mit tanzenden Nutrias oder so. Oh, scheiße. Ey, ich meine, oh, da. Wow. Oh, jetzt bin ich wieder im Sumpf. Oh, jetzt bin ich wieder nicht mehr im Sumpf. Komm mal. Alter, das Ding stört sich aber auch kacke. Nee. Es erinnert mich richtig heftig an Dingens. Dieser Crash Bandicoot Wasserlevel, wo man auf diesem Ding war mit Coco. Ich glaube, das war Crash Bandicoot 3. Das ist schon krass. Wenn wir nach oben fahren, was da? Auch der Sumpf. Sogar dieser Sumpf. Also bei der Hut von denen. Okay. Oh. Ach. Ich steck fest, okay, doch nicht. Ich glaube, ich sollte mir abgewöhnen, permanent auf Gas zu drücken. Ich glaube, da stand irgendwas von unten. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Deshalb fahre ich erstmal überall anders vorhin. Ja, okay, es sieht gut aus. Sieht aus, als wäre es ein Versteck. Hier weiter? Okay. So richtig gespannt. Ich glaube, ich war hier noch nie im Spiel. Wow. Okay. Hier waren wir noch nie. Problem. Oh, doch, waren wir schon. Ah ja. Was? Wieso hast du mich so? Ah, egal. Ich habe auf jeden Fall Heimweg. Geh erstmal nach Hause. Oh, die ganze Zeit im Sumpf. Das geht doch nicht. Oh, die BDS und Benja Musik. Geil. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir zu Hause sind. Vielleicht müssen wir ja mit irgendjemandem reden. Hä, was ist das? Ach, das Strebi-Magazin, okay. Und ein Riesenkürbis. Ah, nehme ich. Ja, dann können wir jetzt ein bisschen hier... Oh, unsere Werkbank ist ja weg. Die ist kaputt gegangen, glaube ich. Ich glaube, es wird Zeit, eine neu zu holen. Aber das lassen wir das Mädchen frei. Ja, ich würde das Mädchen dort hinstellen. Geil, Möbel. Ja, Riesenkürbis. Ja, aber das Mädchen, was zu essen hat. Ja, so riesig ist der gar nicht. Oh yeah! Wir können ja versuchen, das Ding zu reparieren. Warum eigentlich nicht? Also wir sollen zu Hause rumhängen müssen. Scheint diesmal zu funktionieren. Dass wir nicht daran sterben. Aber ich will mir nicht so sicher sein. Wir werden mal sehen, Leute. Wir werden mal sehen. Die volle Ladung Action. Nur heute. Okay, nice. Jetzt ist es auf einmal auf jeden Fall kein Saiyajin mehr. Oder kein Pikachu. Na, wir können es ja mal hinlegen. Warum nicht? Inseln sucht man sowieso viel besser im Dunkeln. Warte, es ist krass. Ich glaube, wir sind an dem Punkt angelangt, wo es für mich blind ist. Ist das nicht toll? Ich hatte das Spiel so fast durch, hat keinen Bock mehr. Ich find's cool, wenn man irgendein Möbel hat, womit man das Heimweh noch schneller steigern kann, weil, Alter, das dauert richtig lange. Ach, das ist, wie lange will ich hier schon rumpirren? Oh, Alter. Okay, erstmal das reparieren.
Ach ja. Wir haben immer noch die Anfangsdusche so richtig schlecht. Aber sie tut ja auch ihren Job. Hm? Ihren Job. Also, gut genug für uns. Ich würde sagen, das war's für heute, Leute. Ha, ich hab wieder gereimt. Richtiger Rapper. Okay. Vor allem wieder, so nach 8 Parts nochmal. Das Hühnchen sagt auch hallo. Und ja, ich sag auch hallo und bis zum nächsten Mal. Tschüss.